Sie riskieren ihr Leben für die Kunst. Hier schützen Freiwillige die Schätze von Kiew. Sie füllen Sandsäcke, stellen sie vor die Denkmäler im historischen Stadtzentrum und bereiten sich auf den Angriff von Putins Truppen vor. So sollen die jahrhundertealten Monumente wie Prinzessin Olga, der Apostel Andreas und Kirill von Methodius vor Putins Raketen geschützt werden. Seit der Invasion Putins am 24. Februar in die Ukraine wächst auch die Sorge um die Kulturgüter, die bei Angriffen durch Explosionen zerstört werden könnten.